Moin Leute, heute bin ich mal dabei, meine neu gekaufte Walze mit ein bisschen Quarz anzufüllen. Da habe ich mir zwei Sack hier mal hergeholt. Die sollen jetzt also ein bisschen trocken rein. Und dann will ich die Ketten hier noch wieder fertig machen. Nochmal wieder zwei Ketten mehr. Da habe ich hier extra solche Gabelkopfhaken heißen die gekauft. Hier 3 Tonnen quasi Zugkraft. Also das sollte auf jeden Fall reichen. Die Kette kann dann definitiv mehr. Und könnt ihr gleich mal zusehen, wie ich das alles ein bisschen fertig mache. Erstmal die Walze befüllen und dann die Ketten fertig machen. Nur mal so, was man nochmal kurz nach der Arbeit einfach mal schnell machen kann. Und dann schauen wir mal. So, die Walze haben wir nun auch schon voll. Das sollte auch funktionieren. Und die bringe ich jetzt nachher gleich nach hinten. Dann kannst du da erstmal einen Treckerschuppen rein. Und dann kannst du da erstmal so lange bleiben, bis wir sie brauchen. Ich denke mal, dieses Wochenende werde ich sie wohl wieder benutzen. Dafür habe ich sie ja gekauft. Ich habe ja noch eine andere, eine große. Aber die, ja, die kannst du echt nur hinterm Trecker hängen. Also da passen 100 Liter rein. Plus das Eigengewicht ist das dann echt schon ein bisschen mächtig. So über lockeren Boden machst du dahin gar nichts mehr. Ne? Und deswegen habe ich nochmal so eine kleine hier gekauft. Ist ein bisschen einfacher auch damit in die Ecken zu kommen. Mit der Hand reicht das immer hin. Und deswegen, dann nehmen wir lieber die. Alles so unter 100 Quadratmeter kannst du locker flockig hier mitmachen. Aber naja, mal schauen. Erstmal kommt sie unter Dach. Dann machen wir hier bei den Ketten weiter und räumen wir hier mal ein bisschen auf. Und dann ist der Donnerstag auch schon quasi wieder rum. Ist jetzt auch schon ja, kurz vor 18 Uhr. Also die Zeit, die rennt auch immer im Frühjahr. Radio mal ausmachen, besser, wa? Nicht, dass die GEMA noch ein bisschen jammert hier bei meinen Videos. Ich weiß es ja immer nicht. Aber naja, mal gucken. Jetzt habe ich diese Haken hier nochmal extra bestellt. Wie man sehen kann, da ist dann auch gleich dieser, ja, ich sag mal, Verriegelungsbolzen und der Sicherheitssplint damit bei. Ich hoffe, dass das für diese Ketten hier auch ganz gut passt. Aber das sollte es eigentlich, weil man hat entweder, gibt es halt 8er oder 10er. Das hier ist jetzt für 10er. Und ja, das passt jetzt hier noch nicht ganz durch, aber das werden wir uns da gleich schon ein bisschen passig machen, dass wir das hier durchkriegen. Und dann geht das auch. Die werden da genauso aussehen, also mal schauen. Aber ich bin da ziemlich guter Dinge. Schon drinne. Naja, wenn das immer so schön einfach gehen würde. Hier noch rein. Oh. Sollte auch funktionieren. Immer auf achten, dass es hier schön bündig ist. Dann bleibt hier auch keiner hängen. Und so hat man jetzt hier vernünftige Ketten. Kann damit was machen. Ich zum Beispiel nutze das ja häufig ja, für Baumarbeiten. Ne? Einfach Bäume fällen. Hier mit in eine Richtung ziehen, ja, zum Rücken, je nachdem wie man es benötigt, aber manchmal Ketten kann man dann nie genug haben. Deswegen habe ich da lieber ein bisschen zu viele als zu wenig. Und wenn man immer die Möglichkeit hat, da mal an vernünftige Ketten zu kommen für einen vernünftigen Preis, kann man sich hier einfach solche Haken kaufen. Ganz günstig sind die nur auch nicht, aber naja.
günstiger als sich eine fertige Kette zu kaufen. Und von daher, naja, sehe ich das auch nicht ganz so eng. Aber hier passt es auch durch. Das passt wirklich ideal. Das ist schon mal ganz schön. Gehen hier wieder rein. Jetzt einfach kurz ein bisschen nach. Wunderbar, ne? So, schwuppdiwupps, hat man jetzt hier schon mal wieder eine vernünftige Kette in der vernünftigen Länge, die man auch handhaben kann. Kann man sich in so einem Baum rumlegen oder halt verlängern, wie man das braucht. Ich finde das immer ziemlich gut. Immer die mal unten hin. Das macht das Ganze auch immer schon einfach. Aber so soll es ja auch sein. Deswegen hatte ich jetzt noch zwei Ketten über. War so kürzere hier ein bisschen. Und dann kann man da jetzt einfach auch mal eine vernünftige Kette draus machen, dass man die benutzen kann. Durchpasst. Hier will nicht ganz so, aber da gucken wir gleich mal. Wird der hier schon durchkommen? Ich mal das andere Glied nehmen. Ja, das ist genauso ein bisschen eng. Oh, hier ist überall noch Farbe dran. Mal gucken. Gucken, ob wir das hier reinkriegen. Nein, geht doch. Geht doch schön einfach. Auch wieder fertig, wenn man sich bewegen. Top. Das letzte Mal hatte ich da eine bisschen andere Kette auch, aber das hat ja nicht so gut reingepasst. Da hatte ich auch nur 8 Tonnen Haken oder 8 mm Haken, keine Tonnenhaken, so 8 mm. Die können ja dann, glaube ich, mit 2 Tonnen. Hier steht es drauf, weiß ich, ob ihr das so in der Kamera ganz gut sehen könnt. Hier eine Tragfähigkeit von 3150 Kilogramm. Also da ist man dann schon auf der sicheren Seite. Das muss man erstmal bewerkstelligen. Aber mit den Kettenzügen kriegen wir das ja auch fix hin. Ne? So. Das ja mal mit wegräumen. Ja, die Werkbank sieht ja seit einigen Tagen echt komplett bevölkert aus. Man hat hier kaum Platz. Das mag ich selber ja auch nicht ganz so gern. Hier ist noch eine Anleitung von der Walze. Aber naja, das muss man langsam mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Die Zeitungsrolle muss auch noch fertig. Das will ich auch noch mal, ja, gucken, ob das dieses Wochenende noch schaffe. Aber ich möchte ganz gerne ein bisschen Platz auf der Werkbank haben. Kettensägen müssen noch ein bisschen fertig gemacht werden. Ich denke mal, die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen brauche ich da auf jeden Fall wo keine von. Ist auf jeden Fall eigentlich nicht in Planung. Und dann schauen wir mal. Thank you.